Nee, braun nicht. Oh, warum nicht? Das ist eine schöne Farbe hier, die lila oder so. Und eine andere Nase. Der hat ja eine riesige Nase, also das ist ja viel zu groß. Nasenhöhe weniger. Nasenbreite auch weniger und Nasenlänge auch weniger. So. Schauen besser. Die Nase ist eigentlich nicht schlecht. Ja, die passt eigentlich auch. Jo. Eine Brille braucht er auch noch auf jeden Fall. Mund. Ah, das ist perfekt. Und schön heißt die da Sommersprossen. Sehen wir nicht? Okay, schön. Ah, doch, da waren sie. Okay. Nee, haben sie nicht. Also, das ist Augenbrauen. Ach nee, Lidschatten. Nee, das braucht man auf keinen Fall. Das sind ja ein Mann. Keine Memme. Ah, da gab es noch was anderes. Was gab es denn da noch? Eyeliner. Rouge. Eyeliner. Das wird asiatisch ausschauen, ja, aber das ist ja immer noch ein Mann, deswegen können wir da nichts nehmen, das wird da böse auf uns, Dali. Und Dali braucht natürlich asiatische, bayerische Klamotten, ne? Und die finden wir im Trachtenladen. Nein, schaut nicht. Oh, das passt eigentlich zu ihm. Schaut aber ein bisschen scheiße aus, deswegen gibt es hier was Cooleres. Ja, nee, ein Unterhemd doch nicht. Wer zieht denn bitte Unterhemden an? Wenn man älter ist, weiß ich nicht, wie viel ist. So, ich glaube, der kann mit dem Partnerlook gehen. Auch ein schwarzes Shirt passt auch im Metal-Haushalt. Hosenträger? Nein, auf keinen Fall. Hosenträger sind ganz out. Die asiatisch-bayerischen Menschen haben nur eine heiße Ding, ein heißes Gemüt und aber noch bessere Schuhe. Also mit den Gummistiefeln brauchen wir nicht ankommen. Aber bequeme Schuhe brauchen wir da. Ist ja auch Teenager. So, Teenager passt. Und Accessoires braucht er. Hat er einen Ring an? Nee, braucht er nicht. Auch wieder ein Metal-Armband. Ja, das ist schön. Entschuldigung. Und dann können wir mal die Abendkleidung von ihm bestimmen kurz. Abendkleidung ist so, ja, das schaut aus wie ein Teenager. Passt nichts zusammen. Hey, wunderbar. Ist eben völlig egal, wie sie ausschauen. War ja klar. Ach nee, Outfits passt auch schon. Schlafanzüge kann er eigentlich. Ja, das passt auch für einen Lee. Das passt schon. Und, ach, eine Brille braucht er. Wo ist jetzt die Brille? Aussehen. Ach nee, Accessoires war es doch, glaube ich, dabei. Jetzt bin ich doof, oder was? Aussehen. Da, Accessoires. Nee, Mund, Nase, Augen, scheiße. Ich finde die Brillen nicht mehr. Oh Gott, bin ich jetzt doof, oder was? Accessoires. Ah, da waren die Brillen, natürlich. Er braucht normalerweise eine schöne Brille, wo man als Asiate trägt, als asiatische Bayer. Nee, irgendwas Unauffälliges. Ja, das passt noch schwarz einmal in den Bügel vielleicht. Nein, das ist auch ein bisschen zu hell, zu auffällig, zu auffällig, zu auffällig, zu auffällig. Oder einfach schwarz. Nee, das ist dann ein bisschen zu böse. Er ist ja ein Asiate, auch halb Bayer, halb Asiate. Und deswegen, ah, das sah gut aus. Das Rot ist sehr unauffällig. Unpassend auf keinen Fall, unauffällig. So, das passt jetzt. Entschuldigung. Und ich würde mal sagen, der Lee, der passt eigentlich. So, dann können wir sich mit dem zurück rumschlagen und dann nochmal die Merkmale machen. Er muss auf jeden Fall als Schüler. Er könnte Bildhauer, nein, Koch auch nicht, Bücherwurm. Nein, wenn man auch nicht charismatisch PC-Freak. Ja, ich glaube, der könnte Hacker werden. Und ja, wunderbar. Ehrgeizig könnte auch werden. Dann Einzelgänger, am liebsten alleine, schüchtern. Nein, exzentrisch. Ah, perfekt. Der wird mal Erfinder auf jeden Fall. Das wird schon mal, es könnte so sein. Und noch ein Genie auf jeden Fall. Und dann haben wir es schon eigentlich. Wir könnten noch ehrgeizig raustun. Tun wir ehrgeizig raus und auch noch Glückspilz rein, das ist schön. Ja, und dann haben wir hier noch die Dinge, Fruchtpastete, nee, der mag Herbstsalat am liebsten. Und liebt Klassik wieder. Lieblingsfarbe ist schwarz natürlich. Das ist schon viel besser. Sag doch mal so. Und dann, das nehmen wir da mal einen Fisch. Oh, so, okay, passt. Dann haben wir schon die beiden neuen Mitbewohner in der Stadt, die noch einen Namen braucht. Und dann können wir einziehen mit dem Lee Humpertipfel und mit dem Alles Zwetschgenhuber. So, passt eigentlich, die unpassende Gruppe. Passt und annehmen, so.
Ja, die heißen, also der Familienname ist Setchengruber, das passt schon. Und die sind alles Mitbewohner, genau. Könnte auch Elternteil sein. Machen wir noch, nee, Eltern, ist ja eigentlich völlig irrelevant. Deswegen passt es schon. Und dann können wir gleich mal ein Haus suchen für die beiden, für das glückliche Paar. Obwohl es eigentlich noch kein Paar ist. Und auch bestimmt keins werden wird. Oh, ist schon spät geworden. So, wir brauchen natürlich Platz hier. Und was kostet das da? 3000? Nein. So, Haushalt rausschmeißen, ne? Rauswerfen ist gut. Ausziehen. Verkaufe Haus. Jo, genau. Das Haus wird verkauft und es ist frei geworden, deswegen können wir da einziehen. So, Grundstücksart, Kopie online stellen. Ach nee, Schmarrn. Erstmal hier auswählen, die Zwetschgenhuber. Und wir wollen hier eine Kopie platzieren. Genau, in die Stadt platzieren, genau. Wo machen wir das da rein? Ah, da können wir gar nicht reingehen. Ja, warum denn nicht? Da könnten wir reingehen, ich will aber da rein. Vane Riff. Und was ist da? Lederer. Vane Riff. Was ist das da für ein Haus? Nein, nicht verbinden die Haushalte. Was ist denn das jetzt? Hä? Entschuldigung. Nee, ich will hier mit denen, mit den Zwetschgenhubers, will ich wo einziehen. Ach, das ist noch leer? Ach nee, scheiße. Nein, nicht verbinden. Dreck. Die Wayne Wright müssen ausziehen. Haushalt aufteilen. Nee, will ich auch nicht ausziehen. Rauswerfen. Das Haus und die Inhalte bleiben zurück. Ja, können wir machen. Ausziehen. Zifix. Es ist schon nicht leicht, sowas zu machen. Also, das erste Mal heute. Ist doch leer, das Haus. Also, es passt doch. Kopie platzieren. Warum nicht? Ist ja doof. Dann können wir doch die eigentlich wieder einziehen lassen. Also, die können wir da einziehen. Platzieren, ja. So, die können wir da platzieren, wo sie eigentlich früher gewohnt hat, ne? Ja, passt schon. Und sie kann auch platziert werden, sie kann da platziert werden. Jo, kaufen. Aber was machen jetzt die beiden hier? Die Zwetschgenhubers. Online stellen, löschen. Nein, Kopie platzieren. Wo? Also, die müssen ja irgendwo dazugehören. Ich will die im einzelnen Haushalt haben. Ich will, dass die alleine nicht verbinden. Nein. Junggesell, was ist das da? Ah, ich glaube, das passt da hinten. Ach, das ist eine Familie, ach so, scheiße. Da kannst du nicht rein. Die sind zu zweit und nicht schön. Und da kannst du auch nicht rein. Stil brauchen wir auch noch. Hart. Die könnte man nicht sterben lassen, da einen davon. Ja, oder wir bauen ein Haus für die beiden. Genau, so ist besser, so. Aber die haben kein Geld, Etzer. Boah, ist das kompliziert. Zwetschgenhuber. Kopie platzieren. Da können wir ein Haus bauen. Genau, so schaut's aus. Da hinten können wir ein schönes, flottes Häuschen bauen. Okay. Dann müssen wir einfach eins bauen. Ist ja völlig nicht so sinnlos. Go. Kopie platzieren. Da Grundstück kaufen wir. Haushaltskasse kaufen wir das Haus. Wirklich. Ah, wird gemacht. Haben wir einen weiteren Weg. Macht aber nichts. So. Und dann können wir jetzt eigentlich die spielen. Oder auch nicht. Ja, das ist jetzt schon schön, aber spielen. Und Details? Nein. Haushalt aufteilen? Nein. Verbinden mit? Nein. Grundstück bewegen? Bauen, kaufen? Nein, gut. Grundstück bewegen? Das nach da hinten? Okay. Dass sie näher sind? So, passt schon. Aber jetzt müssen wir halt nochmal das Ding hier. Ja. Ah, ja, genau. Wenn die Wünsche und Versprechen deines aktiven Haushalts. Nein! Was? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin halt gerade voll verwirrt, hey, mein Gott. Also, die Hubendubels wohnen da. So, wenn ich jetzt das mache hier, zum Spiel zurückkehren, ja, speichern. So.
Machen wir mal kurz so ein bisschen einen Break. Muss ich mal schauen, was alles bringt jetzt. Und ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal einen kleinen Speicherstand und dann probiere ich es mal aus ohne Speichern. Und wenn es klappt, dann sehen wir uns gleich wieder mit den neuen Nachbarn, weil mich das interessiert ist, was die hier machen jetzt. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sehen uns. Bleibt so schön. So, sind wir da, bei Sims 3. Entschuldigung, jetzt ist ein anderer Bildschirm. Und ich habe was gefunden. Ich weiß endlich, wie es geht, Etze. Endlich geschafft. Wir kaufen das mal. Wir schauen es erstmal an, würde ich mal sagen. Nee, das schaut nicht gut aus. Okay, abbrechen. Das da hinten kostet... Ah, ist auch scheiße. Ich will ein anderes Haus. Ich will ein schönes Haus, Etze. Das schaut nicht schlecht aus, eigentlich. Mal anschauen, wie jetzt das Haus ausschaut. Mal rein scrollen. Scrolling. Ah, das ist das da, okay. Entschuldigung. Abbrechen und ein anderes Haus anschauen. Jetzt schauen wir mal das Haus an hier. Ah, das kostet zu viel. Schön. Ja, mal anschauen, was ist, wie es jetzt da ausschaut. So. Oh, zwei Stöcke, hey, nicht schlecht. Aber das Haus ist mir zu alt und so, keine Ahnung. Schwache Ausrede gefunden. Und... da gibt es noch Grundstücke, brauchen wir auch nicht. Nee. Ja, dann wird es anscheinend, ja, das gefällt mir aber nicht, das Haus hier. Das finde ich scheiße. Oh, die Musik brüllt mich hier an, hey, Wahnsinn. Also, da muss ich fast schreien, muss ich jetzt hier. Ach, das ist doch schön, oder? Ist das nicht bequem, das Haus? Ja, das ist doch bequem. Ich würde mal sagen, da ziehen wir ein, kaufen uns gleich möbliert und dann Ding. So. Jetzt habe ich mal ein bisschen rumprobiert gerade und bin jetzt endlich wieder leiser. Ist ja echt klein. Wir müssen es halt mal was ein bisschen draus machen. So, was wird der machen nochmal? Oh, das ist schwer. Nachkomme Da Vinci's. Das ist echt nicht leicht. Und der ist noch Junggeselle, der hat noch keinen Lebenswunsch. Und er kann jetzt eigentlich gleich mal ein Fett was phrasen. So, hier ist mal Frühstück servieren erstmal für den kleinen Pisser. Und der muss jetzt erstmal ein bisschen Spaß braucht. Da komm, hey. Haben wir einen Fernseher? Wir haben noch keinen Fernseher. Mit was soll jetzt der spielen? Mit der Wand oder was? Mit was soll jetzt der Idiot spielen? Ne, kann ja mal lesen. Irgendwas ist mir ja wurscht. Was der jetzt liest, so. Der Zwetschgenhuber, Dubenhubler, Mubler, Dubler. Zwetschgenhuber, der kann ja schon mal derweil das Essen herrichten. Und er muss natürlich mal erstmal ein neues Ding aufbauen. Genau, Bildhauerei. Da können wir sehr viel machen. Also, ich glaube, der wird Bildhauer. Und wo ist die Zeitung? Wie spät ist es? Und warum noch nicht? So, Zeitung. Noch keiner gekommen. Schade eigentlich. So, Essen servieren. Der hat auch fett Hunger. Und Spaß reicht ihm. Jetzt muss er mal erstmal was ein bisschen essen. Oh, dampft es schön. Hey, lecker ist es. Ah, wunderbar, hey, da. Alois kann kochen wie ein junger Gott. Meine Flasche fällt mir runter. Ist mir ja wurscht. Was muss jetzt der machen? Pizza bestellen. Ja, bist ja verrückt. Haben fast kein Geld mehr mit Pizza bestellen oder was? Also, das geht so nicht weiter hier. Logik können wir gerne lernen. Das stört mich nicht. Buchhandlung hat einige Wünsche hier. Nee, müssen wir auch mal ein bisschen warten. Pizza bestellen ist auch noch zu teuer. So, und er müsste jetzt mal ein bisschen Job suchen hier. Ich werde jetzt mal hier ein bisschen erstmal hier die Grundlagen aufbauen und dann später hin und her wechseln und einfach mal auf eure Wünsche reagieren. Wenn ihr sagen wollt, hey, spiel mal die Zwetschgenhubers weiter, dann mache ich die. Und wenn es die Hubendubels sein sollen, dann spiele ich einfach die weiter. Es liegt ganz an euch, was ihr machen, was ihr sehen wollt. Und was will er werden? Bildhauer, genau. Oder wo ist mein Schrottplatz hin eigentlich? Nein, es ist Kunst, das braucht man nicht. Kunst ist scheiße. So, hier kann man Polizeirevier. Da haben wir Lebensmittel, Angel, Teilzeitjob, Musikkarriere, Bücher kaufen, Teilzeitjob, hier ist Essen, brauchen wir auch nicht. Was ist das da? Vertausch Landgrabs. Aha, schön. Barney's Tattoo Studio. Stylistenkarriere, da kann ich bestimmt auch Tätowierer werden. Da kann man Feuerwehrmann werden. Was wollte ich werden? Kunstbildhauer, stimmt. Wo ist mein Schrottplatz? Da ist Verbrecherakademie, das brauchen wir nicht. Wellness Center brauchen wir auch nicht. Wo ist mein Schrottplatz? Ich müsste eigentlich schon sehen, den Schrottplatz. Aber ich sehe ihn nicht. Bistro? Nee. Ah, da ist ja der Schrottplatz. Wunderbar. Ich kann da nicht. Ach was, wo ich will Erfinder werden. Muss ich mal schauen, wie ich jetzt hier die ganzen Dinger, die neuen Sachen kombiniere und verbinde miteinander. Am besten mal
Eine Zeitung wäre mal geil, hey. Tätowieren, yeah! Massiert werden, Gesichtskörper, nein, ich will Tätowierer werden. Ich will alles werden, gleichzeitig. Bildungskarriere braucht man auch nicht. Maler, Medizin, nee, verdient man gar nichts eigentlich. Polytektur, Architektur ist auch nicht schlecht. Aber er wollte ja Bildhauer werden. Ja, wurscht, machen wir erstmal eine Gesetzhüterkarriere. An den schlagen wir einfach irgendwas ein. Gesetzhüter, nee, die Ermittler, es ist nicht schlecht, hey. Wir könnten ja die einschlagen und wieder aufhören. Oder wir machen mal Architekturkarriere, warum auch nicht, das ist cool, habe ich gehört. So, wo sind, wo wohnt, ach, da wohnen wir, genau. Nein. Rein scrollen. Und was macht der Kleine? Ach, jetzt ist der und muss die ganzen Nachbarn hier begrüßen, oder was? Na, warum auch nicht? Was haben wir denn da? Alle reinbitten kann man mal machen. So, alle reinbitten. Und dann... Die Zeitung ist da, toll. Er könnte Innenarchitekt werden. Nehmen wir auch gleich mal. Wunderbar. Der Arnold Zwetschgenhuber hat von der Innenarchitektur GmbH ein Designportfolio bekommen. Das wird ihm helfen, der beste Architekt der Welt und weit breit zu werden. Er wird breit werden, okay. Breitmacher Müsli. Suche dir während der Arbeitszeit, Aufträge in der Stadt und mache dich an die Arbeit. Zu Beginn mag dein Budget klein sein. Okay, ich verdiene in der Woche 270 und das ist schön. So, die besprechen sich klar. Er macht gerade hier die neue Frau. Wie heißt? Ach, er macht gerade Nadine klar. Das ist aber auch schön. Freundlich kennenlernen. Und mal Mike nach Karriere fragen. Dann können wir mal ein bisschen freundlich sein und plaudern. Und wir könnten mal Spezial machen. Computerfreak, warum auch nicht? Bist du bestimmt beeindruckt dann davon? Ja, Logik, er könnte mal Schach spielen, er braucht ein Schachbrett, okay. Erstmal hier ein hässliches Schachbrett kaufen für den kleinen Idioten, ne? Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Büro, Kinderzimmer, Kinderzimmer, Kinderzimmer draußen. Hobbys und Fähigkeiten, oh, gibt's ganz viele neue Sachen. Der freundliche Sitz, was ist das? Sitzmöbel, okay. Schachbrett da, genau. Geburtstagsschachbrett können wir auch nehmen. Aber erstmal das Hammer-Tool und dann können wir das wegmachen, weil es stört ein bisschen. Und dann können wir jetzt auch das dahin bauen. Wir würden. Na komm, bauen wir es in die gemütliche Bude rein hier, oder auch nicht? Ja, wenn wir es. Bauen wir es mal da rein. Was gibt's noch hier? Gibt's noch einen Digital-Tätowierer? Oha. Das ist ja geil. Was alt machen neu? Okay. Werkbank von Schrotonic. Erfinden, yeah, erfinden will ich auf jeden Fall. Ich will eine Ding, eine Werkbank für den Alois. Zeichentisch braucht man nicht, ist auch schön. Tintenmasseur. Oh. Würde ich auch haben, ich will so viel haben. Ach, den kann ich bei den Humdubbles kaufen, wunderbar. Oder einfach irgendwo, ist hier wurscht. Erdgebundene Kunstwerkbank 660. Oh, nehmen wir doch mal. Die ist komisch, oder? Ah, das ist Bildhauen, ach so. Bildhauerei, Spaß 3. Erfinden, Geschicklichkeit. Nehmen wir doch mal die eigentlich. Nehmen wir so einen schönen alten Antikholz. Und erfinden mal da einige Sachen. So, das können wir mal. Ich glaube, da hinstellen, da hat es Platz. Da schaut es gut aus. Ja. Jo, da hat es auf jeden Fall Platz. Wir sind fast arm. Wir brauchen Schrott und wir können Schrottplatz finden. Oh, wir können auch Sachen sprengen. Also sehr schön hier. Und dann geht's mal weiter. Was brauchen wir eigentlich noch? Wir haben ja Möbel, wir haben ein Schachbrett. Wunderbar. Harndrang könnte man ein bisschen locker lassen. Können wir mal benutzen. Ne? So, Energie, Spaß ist auch scheiße. Und dann kann er mal Schach üben. Ach, er braucht noch einen Sitz. Natürlich braucht er noch einen Sitzplatz. Also, da geht ja mal gar nichts. Können wir das hier hinstellen? Ne, das können wir eigentlich da lassen, ne? So, da. Schief hinstellen. Schief ist schön, schief ist modern. Schreibtischstühle. UV von Uwe. Das ist auf jeden Fall gut. Das Gerät unten noch einen zweiten kommen, hey, dass man hier spielen kann. Oder auch nicht. Na, muss ja nicht sein. Also, braucht man eigentlich auch nicht. Nee. Wir könnten aber die Lampe mal kurz ein bisschen wegbewegen. So, jetzt mal da schön gemütlich machen hier. Dann können wir den Tisch drehen. Genau, und dann jetzt noch den letzten Stuhl dahin semmeln. So, jetzt passt es aber auch. So. Aufs Klo gehen, es passt. Und dann Energie braucht man nicht. Und jetzt spielt sie Schach. Ich glaube, sie spinnt, ey.
Genau. Gleich mal Schachspiel mit dir, ein bisschen Logik verbessern, Logik lernen, Buch über Logik lesen, braucht man nicht. Schachspielen und Teilzeitjob annehmen, das können wir auch mal nach den ganzen Sachen hier machen. Wo ist jetzt der gerade arbeitet? Ja, wo ist denn jetzt der bitte? Naja, schon, aber Kunstgalerie besuchen brauchen wir jetzt nicht. Arbeitet der gerade? Nee. Weil ich glaube, ich muss auch während der Arbeitszeit muss ich Schrott kaufen. Oh, das ist teuer. Nee, ich würde mal sagen, dann gehen wir einfach mal zum Ding hin. Zum Schrottplatz und kaufen da ein paar Sachen. Muss die gerade kotzen? Ne? Jetzt kotzt sie mein Garten rein. Ich glaube, sie spinnt. Also freche, freche Person. Gibt's doch nicht. So, was braucht jetzt der? Brauchen wir nicht mehr. So, erfinden, Bildhauerei, ein Objekt kaufen, erdgebundene Werkstatt können wir auch noch kaufen. Bald, wenn dann mal der kleine Lee einen Nebenjob angenommen hat. Harndrang, jetzt müssen wir mal ein bisschen ranklotzen hier. Ich mache noch seine eine Stufe Geschicklichkeit, Logik und dann passt schon. Und ich bin mal gespannt, wie das ausschaut jetzt mit der Bildhauerei, mit dem Architekt, weil ich habe echt keine Ahnung. So, das kann jetzt, muss er mal aufs Klo gehen. Okay, macht er schon. Ja, und dann kann er mal kurz ein Nickerchen machen. Ja, keine Ahnung. Ich würde jetzt mal sagen, die gehen jetzt mal, die Nachbarn. Fressen mein ganzes Zeug weg, spielen im Garten rum. Das dürfen sie gar nicht. Also, frech, 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 hey. Meine Güte. Aber na gut. Nadine als arbeitslos. Ja, eine Überraschung, hey. Gibt's doch nicht. So, er findet gerade was. Ja, der braucht kein Teleskop. Schmarrn. Alois bastelt gerade schön fleißig herum, der Typ. Und er braucht gerade Schule, hat in einem Tag, ja, da kann doch mal einen Freizeitjob annehmen, hey. Mein Gott, Karten an sich, setzt die Schutzbrille auf und macht dir Macht über die Erfindung zu eigen. Ein brillanter Verstand und eine Lötlampe können den Schrott von vorgestern zum verbesserten Gerät von morgen machen. Genau. Da freue ich mich schon auf jeden Fall drauf. Und er nimmt einen Teilzeitjob an. Können wir eigentlich, nein, da können wir es nicht machen. Nein. Können wir das da machen? Nein, können wir auch nicht. Können wir auch nicht. Teilzeitjob in der Buchhandlung oder auf dem Schrottplatz? Nee, das geht leider nicht. Schade. Dann machen wir einfach mal hier einen Teilzeitjob als Supermarkt-Typ. Ja, freilich. Emma darf gehen. Ist sie erlaubt? Emma, aha, was haben wir jetzt da? Neue Sachen, warum auch nicht? Ja, alle gehen jetzt ja wunderbar. Will ich eh nicht. Stoffbote. Such die Arbeit in der Stadt und mach dich zur Arbeit. Zu Beginn macht dein Befühl kleiner. Ja, genau, stimmt schon. Alles ist okay. So, der bastelt gerade schön rum. Kann sich nochmal ein Ding nehmen hier. Kann nochmal einen Teller nehmen. Und sie schminkt sich gerade. Das ist mir jetzt gerade wurscht. Dann kann er mal hier ein bisschen das Klo einweihen. Und ja, das ist dann seine Aufgabe. Schrott sammeln. Das ist auch gut. Fähigkeit Bildhauerei braucht man auch. Tu mal das kurz weg und tu mal das hier rein. Und er kann mal Zeitung lesen jetzt danach. So, recyceln, lesen. Ja. Ein trinkendes Lama hat er erfunden. Ja, wunderbar. Einfach mal so Jobs suchen, weil mich jetzt mal interessiert, was da alles zur Verfügung ist. Und man kann sich ja auch jetzt als beteiligen, als Tätowierer und so weiter. Und da, ich bin echt scheiße gespannt, wie das jetzt wird. Hey. Also da freue ich mich richtig drauf. So, Erfinderfähigkeit verbessern können wir auch noch machen. Aber erstmal. Ha, Bildhauer, es ist so viel Schönes dabei. So, jetzt bin ich gespannt hier auf die Zeitung, was jetzt die, was da drin steht. Bildung. Spielplatzaufsicht. Das ist ja mal geil, hey. Mhm. Entschuldigung. Gastronomie, nein. Musik, Bildung, okay, brauchen wir nicht. Wir sind gerade schon Architekt geworden, das interessiert mich sehr. Und das behalte ich auch ein bisschen jetzt. Und anfertigen. Schrott kaufen. Anfertigen. Gegenstand. Okay. Also da lernen wir anscheinend so die ganzen Sachen zu machen und so viele anfertigen. Gegenstand. Ne, brauchen wir auch nicht. Ja, obwohl ist ja eigentlich wurscht. Können wir mal kurz das wegmachen und das draufhauen. So. Und ich bin gespannt, was jetzt bringt, wenn wir jetzt die ganze Zeit irgendwas hier zusammenbasteln. Aber das sehen wir bestimmt noch. Hat er eins gemacht, hat er noch eins gemacht. So. Kann man verkaufen, glaube ich. Ah, das kann man verkaufen. Wunderbar. Hier ist gesteigert worden hier die Erfinderfähigkeit. Und er macht da schön rum. Kann er mal ein bisschen weitermachen. Und dann geht er mal hier in seinem fetten, schönen Heubett schlafen. Und das war der erste Tag vom Zwetschgenhuber und vom
Humpetipfel, ich habe den jetzt Namen vergessen, mein Gott, ist nicht so schlimm. Dann kann er mal aufhören hier das Ding zu backen und dann, wie schon gesagt gerade, verfügbare Jobs, wunderbar, Karriere annehmen, passt. Am 16 Uhr muss er da sein, okay. Und ich freue mich auch auf die ganze Schule und so, also mit dem Humpetipfel, genau. Das wird schon einiges an, ja, Ding. Hat sie jetzt mein Waschbecken kaputt gemacht? Sie schaut's doch bloß an. Boah, hey, ich glaube, sie spinnt. Ich glaube, sie ist scheiße. Boah, das ist geil. Lee muss jetzt nach Hause, weil er sonst von der Polizei aufgehalten wird. Wo ist sie? Ach, der schläft. Wo ist der eigentlich? Nach Hause kommen? Zifix. Lesen ein... Nee, haben wir nicht. Okay, macht nix. Ja, ja, schmeiß sie jetzt raus. Und mach mein, ich schmeiß die jetzt raus. Hey, komm nach Hause, Zifix. Rausschmeißen. Nix da rausschmeißen. Bitten zu gehen. Ne, mach mal alle bitten zu gehen gleich. Ja. Hunger hat er auch noch. Jetzt haben wir das Essen weggetan, oder? Haben wir Reste? Haben wir auch nichts. Da dann ein kleiner Snack muss reichen. Und wir haben eine Badewanne. Sehr geil. Er hat Hunger. Ja, da kann ich ihm auch nicht helfen. Ich würde mal sagen, ihr entscheidet, was ich als nächstes machen soll. Und bis dahin bleibt so schön und tschüss, ne?